Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Statement vor der Fraktionssitzung, vor der heutigen. Und das Statement macht heute unsere Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht. Und du hast das Wort. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch sehr herzlich. Der Tag heute ist ja bestimmt nicht zuletzt von dem Urteil aus Karlsruhe im NPD-Verbotsverfahren. Das wird Sie nicht überraschen. Natürlich bedauern wir dieses Urteil, wobei man eben auch sagen muss, diejenigen, die das Verbotsverfahren beantragt haben, die Bundesländer, haben offensichtlich es auch an ordentlicher Vorbereitung missen lassen. Ich glaube, wenn man so etwas macht, dann muss man das auch so vorbereiten, dass man am Ende nicht der NPD zu einem Punktsieg verhilft. Karlsruhe hat zwar sehr klar festgestellt, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist, aber ist dann zu dem Schluss gelangt, dass sie wegen Irrelevanz und Bedeutungslosigkeit gar nicht mehr verboten zu werden braucht. Das ist für die aktuelle Situation vielleicht auch nachvollziehbar, nur wir haben ja auch schon erlebt, dass die NPD mit relativ starken Ergebnissen in Landesparlamente eingezogen ist und dann natürlich auch entsprechende Gelder genutzt hat für ihre Arbeit. Nun ist das Urteil, wie es ist. Ich glaube, umso wichtiger ist es jetzt, sich mit der Ideologie und mit den politischen Positionen, die es ja leider nicht nur in der NPD gibt, mit solchen Positionen politisch auseinanderzusetzen, sie politisch zu isolieren. Und das Wichtigste ist dafür natürlich, dass wir in diesem Land auch eine Situation bekommen, dass Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden und dadurch eben auch nicht ein Rassismus irgendwo tatsächlichen Zulauf bekommen kann. Und da ist die Bundesregierung tatsächlich in der Pflicht, dass es eben zum Beispiel im Niedriglohnsektor nicht immer mehr Konkurrenz um Arbeitsplätze gibt. Wenn ich mir vorstelle, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, den Mindestlohn für Flüchtlinge aufzuheben, dann ist das natürlich alles, sind das Positionen, die am Ende es rechten Stimmenfängern, seien sie nun von der NPD oder woanders her, erleichtern, dort auch Ressentiments bis hin dann eben auch zu offenem Rassismus zu schüren. Das sind alles Situationen, die wir so nicht wollen. Deswegen ist die Linke ja auch strikt dafür, dass wir endlich einen ordentlich regulierten Arbeitsmarkt brauchen. Aber wie gesagt, das Urteil, wir bedauern es. Aber jetzt ist die entscheidende Frage der politischen Auseinandersetzung. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe mit solchen Positionen, also jetzt nicht unbedingt mit der NPD, die zum Glück ja zurzeit wirklich politisch keine Rolle spielt, aber mit dem, was in manchen Köpfen drin ist und wofür die NPD ja auch steht, uns damit politisch auseinanderzusetzen. Dann hat der Tag auch noch eine neue Nachricht gebracht, in dem ja jetzt schon über mehrere Runden gedrehten Streit um einen Untersuchungsausschuss im Falle Amri. Ich muss sagen, ich finde das langsam wirklich skandalös, wie die Bundesregierung, wie die Große Koalition sich hier versucht, um eigene Verantwortung zu drücken. Und nicht nur die Bundesregierung, sondern offensichtlich auch die Regierung in NRW dort versucht, eigene Verantwortung zu leugnen. Wir haben ja erlebt in der letzten Woche, dass im Eiltempo neue Gesetze vorgeschlagen werden. Und es spricht ja einiges dafür, dass das wirklich nichts anderes ist als ein Ablenkungsmanöver von der Frage, warum bestehende Gesetze nicht angewandt wurden, warum ein staatsbekannter Straftäter, der Sozialbetrug begangen hat, der mit Drogen gedealt hat, der versucht hat, sich Waffen und Sprengstoff zu besorgen, warum der nicht nur völlig unbehelligt quer durch Deutschland reisen konnte, sondern offenbar sogar noch von V-Männern des Verfassungsschutzes durch Deutschland kutschiert wurde. Es gibt Spekulationen, ob es hier eine Zusammenarbeit tatsächlich gegeben hat. Ich finde, das ist dringend notwendig, dass das aufgeklärt wird, gerade wenn wir eine Situation verhindern wollen, wo sich derartiges Behördenversagen, derartiges Staatsversagen wiederholt. Und wir als Linke finden es nach wie vor dringend notwendig, dass das ein Untersuchungsausschuss klärt. Wir haben das als Erste gefordert. Wir bleiben auch dabei. Und wir hoffen sehr, dass die Grünen, auch wenn sie in NRW an der Regierung beteiligt sind, sich trotzdem auch dieser Forderung noch anschließen. Weil es muss auf den Tisch, was dort schiefgelaufen ist, damit sich derartige Dinge nicht wiederholen können. Ansonsten ist natürlich diese Woche auch überschattet von einem ja doch weltpolitisch relevanten Ereignis, nämlich der
Einführung von Donald Trump. Donald Trump hat ja gerade in einem Interview in der Bild-Zeitung einen Vorgeschmack gegeben, was von seiner Amtszeit zu erwarten ist. Gut, hundertprozentig weiß man damit natürlich noch nichts, aber es ist ja schon interessant, wenn der amerikanische Präsident die NATO für obsolet erklärt. Wir als Linke sind immer dafür kritisiert worden, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur. Europa muss endlich aufhören, im Schlepptau der USA Politik zu machen, muss endlich sich auf die eigenen Interessen besinnen, muss auch sein Verhältnis zu Russland verbessern. Ich glaube, dass nach diesem Interview von Donald Trump umso deutlicher geworden ist, wie notwendig das ist. Und wir wünschen uns natürlich sehr, dass gerade angesichts dieser aktuellen Ereignisse auch der ein oder andere SPD-Politiker vielleicht einmal wieder in das alte Berliner Programm der SPD guckt. Da stand nämlich auch schon, also sozusagen lange vor Trump, dass die NATO mit dem Ende des Kalten Krieges obsolet geworden ist und dass man ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, eine neue europäische Friedensordnung braucht. Also wir brauchen dafür nicht Donald Trump, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Aber es wäre doch gut, wenn die heutige SPD da auch wieder aufgeschlossen wäre, weil es geht ja wirklich um Sicherheit, es geht um Frieden in Europa und es geht um die eigenen europäischen Interessen, die doch jetzt, finde ich, sehr dringlich in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Ansonsten kann ich Sie noch informieren, dass wir nachher in der Fraktionssitzung Herrn Steinmeier zu Gast haben werden. Er hat also gebeten, sich bei uns vorzustellen im Zusammenhang mit seiner Kandidatur zum Bundespräsidenten. Und es ist ja bei uns ein guter Brauch, dass wir auch Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt wahrscheinlich doch von der Linken nicht gewählt werden, aber trotzdem, dass wir ihnen die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Ansonsten sind wir aber sehr froh, dass wir einen guten und sehr qualifizierten Gegenkandidaten mit Christoph Butterwegge haben. Und wir wünschen uns natürlich, unter anderem war ja auch Christoph Butterwegge auch in der Grünen-Fraktion, dass deutlich über die Linken hinaus für ihn dann auch Stimmen abgegeben werden. Ich glaube, das wäre auch ein gutes Zeichen für die Demokratie, wenn es eben nicht dieses Bild gäbe einer verfestigten, riesengroßen Koalition, die sich also vorher auf Herrn Steinmeier verständigt haben und dann alle auch brav die Stimme abgeben, sondern wenn es da etwas Lebendigkeit gäbe. Und ich denke, die Positionen, die Christoph Butterwegge vertritt, die werden natürlich von sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land geteilt, nämlich den Wunsch nach mehr sozialer Gerechtigkeit, nach mehr sozialem Ausgleich. Und das wird sich hoffentlich auch in seinem Wahlergebnis widerspiegeln. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Fragen, bitte. Frau Wagenknecht, Donald Trump hat sich in diesem Interview, was Sie gerade ansprachen, auch zum Brexit geäußert und Großbritannien dazu gratuliert. Die britische Premierministerin May hat nun heute Vormittag ihre große Rede zum Brexit gehalten, angekündigt, dass sie einen harten Brexit will, dass sie eine Partnerschaft auf Augenhöhe anstrebt und dass sie nicht im europäischen Binnenmarkt verbleiben will. Wie haben Sie die Rede verfolgen können? Wie beurteilen Sie die Äußerungen der Premierministerin? Ja, ich habe das verfolgt und das ist natürlich eine interessante Entwicklung, über die wir schon auch in Europa nachdenken sollten. Also es gab ja in Europa viele, die sich auch in der deutschen Regierung sehr einfach gemacht haben. Sie haben erzählt, dass mit dem Brexit in Großbritannien sozusagen die Wirtschaft zusammenbrechen wird, dass am Ende wohl Großbritannien alles dafür tun wird, ihn vielleicht gar nicht zu vollziehen. Und wir haben ja jetzt zwar noch nicht den Brexit, aber wir haben ein halbes Jahr seit der Nachricht von diesem Vorhaben des Brexits. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die britische Wirtschaft in dieser Zeit sich schlechter entwickelt hat als andere europäische Wirtschaften. Und das Angebot von Trump, sofort sozusagen mit Großbritannien entsprechende Freihandelszonen zu machen, ist natürlich eine Option. Also will heißen, diejenigen, die glauben, dass man die EU nur dadurch zusammenhalten kann, dass man jetzt ein abschreckendes Beispiel in Form des Brexits und der Folgen erhält, die könnten sich verrechnet haben. Ich glaube, wenn wir die EU attraktiv halten wollen, und ich wünsche mir eine Europäische Union, die tatsächlich für die Menschen attraktiv ist, ein geeintes Europa, das sich aber eben von dem heutigen unterscheiden muss, dann muss man vor allem über soziale Fragen sprechen, dann muss man vor allem darüber reden, wie können wir dieses geeinte Europa zu einem sozialen Europa machen, in
dem die Menschen auch bleiben wollen. Weil sonst könnte es tatsächlich dazu führen, dass, wenn sich zeigt, dass das gar nicht so schlecht ausgeht, dass vielleicht sogar mehr Arbeitsplätze entstehen in Großbritannien, dass dann natürlich andere europäische Länder, die sich sagen, wir wollen uns nicht mehr von einem Herrn Juncker und von einer Brüsseler Kommission in unser Land reinreden lassen und unsere Renten kaputt machen lassen und unseren Arbeitsmarkt deregulieren lassen, dass andere Länder sich ähnlich verhalten. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe, umso mehr an die anderen europäischen Staaten, wenn sie nicht wollen, dass das geeinte Europa irgendwann immer weiter zerfällt, dass es wirklich ein Zugehen auf die Menschen gibt und dass man wirklich dieses Europa erlebbar macht als ein Projekt, das ihre Lebensverhältnisse verbessert und nicht sie verschlechtert, wie das in bestimmten Bereichen mit Sozialabbau, Arbeitsmarktderegulierung und vielem anderen mehr in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Gibt es weitere Fragen? Herr Schärfer. Ganz kurz, Frau Wagenknecht, zum NPD-Verbotsverfahren und Ihren Anmerkungen. Sie sagen, die Länder hätten es da einer guten Vorbereitung missen lassen. Was hätten die Länder denn anders vorbereiten sollen oder können aus Ihrer Sicht angesichts dieses Urteils, wo ja zur Grundlage gelegt wurde, dass die NPD keinen Einfluss quasi hat, zumindest als ja. In Parlamenten nicht? Aber es war ja doch so, also dass mehrere Innenminister, die dann dort auch befragt wurden, sag mal, nicht den Eindruck machten, dass sie sehr fundiert vorbereitet waren, dass sie sehr fundierte Argumente bringen konnten. Also ich glaube schon, dass man das hätte besser vorbereiten können. Ob das jetzt ein anderes Urteil zur Folge gehabt hätte, muss man offen lassen. Das Gericht hat entschieden, das ist jetzt auch zu respektieren, diese Entscheidung. Aber es war ja immer klar, ein solches Verbotsverfahren, das war ja schon bei dem ersten, wenn man es denn in Angriff nimmt, dann sollte man schon möglichst viel in der Hand haben, um es auch erfolgreich zu beenden, weil ansonsten organisiert man der NPD einen Punktsieg. Und das ist natürlich überhaupt nicht wünschenswert und das ist eben leider in gewisser Hinsicht jetzt auch geschehen. Wobei ich glaube, also dass die aktuelle Irrelevanz der NPD ist ja eine positive Erscheinung, aber ich hoffe eben, dass es dabei bleibt. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Und eine Info von mir, wenn Herr Steinmeier gleich kommt, können Sie gerne Auftaktbilder drin machen.